Guten Morgen! Dieses ist das wichtigste Video, was ich jemals gemacht habe. Schaut es euch unbedingt bis zu Ende an. Ich habe diesen Satz noch nie gesagt. In 1500 Videos, viele YouTuber sagen das ja immer, damit man die Videos lange anschaut. Ich habe diesen Satz in 1500 Videos noch nie gesagt. Das ist das wichtigste Video. Schaut es euch bis zu Ende an. Es wird Sachen enthalten, die viele vielleicht nicht hören wollen. Aus dem einfachen Grunde, weil jeder gerne das hören möchte, an was er glaubt. Und da möchte er am liebsten einfache Rezepte haben und seine Ideologie am besten tagtäglich bedienen, damit er sich in seiner Komfortzone verweilen kann. Die Sache ist die, ich weiß, dass hier sehr viele Menschen zuschauen aus vor allem der alternativen Gesundheitsszene. Und ich selber bin ja auch einer, der durchaus sich so ein bisschen Abstand von der Ärzteschaft genommen hat und der aber immer noch versucht, einen guten Mittelweg zu finden. Das heißt, ich bin halt keiner der Kanäle, die einerseits irgendwelche einfachen High Protein und baller dich zu mit das oder mit dem da präsentiert und da einfache Rezepte für die breite Masse macht und damit sozusagen sein Kanalwachstum fördern möchte. Oder ich bin auch keiner der Alternativmediziner, der dann letztlich auch da sehr sehr polarisierend, nämlich nur diese Alternativmedizin ist das Entscheidende und das Wichtige und ihr müsst ja am besten irgendwann mit Lichtnahrung zufrieden sein, weil das ist der Endweg und alles was die Ärzte sagen ist böse, alles ist manipuliert und so weiter. Und auch da kann man bei YouTube ein großes und schnelles Kanalwachstum realisieren. Aber dieser Kanal ist so ein Kleinod und deswegen ist, seit ich den Kanal gestartet habe, auch im Schnitt jeden Tag 5 neue Abonnenten, nicht mehr, nicht weniger, da geht halt so seinen Weg. Dieser Kanal sucht nach der Wahrheit. Dieser Kanal bedient nicht irgendwelche Dinge, um schnell erfolgreich zu werden, sondern hier wird tatsächlich geforscht und tatsächliche Erfahrungen wiedergegeben. Und wenn ihr mich seht, dann herzlichen Glückwunsch, ich bin mir zu 100% sicher, dass dieser Kanal sich eben aus diesem Grunde ganz stark von der Masse der YouTube-Kanäle abhebt. Auch von denen, wo man denkt, boah ja, die sind auch vielleicht ganz gut, irgendwelche alternativmedizinischen, die aber diese goldene Mitte eben nicht versuchen zu finden, nämlich die Wahrheit. Gut, genug Selbstbeschnulze, aber ich muss das einfach mal sagen, weil es in mir einfach brennt. Brennt zu sehen, dass Menschen einfache Lösungen möchten und dass Menschen nur noch ihre Ideologie hören möchten, und umso länger ich auch in der alternativen Gesundheitsszene drin bin, umso mehr sehe ich halt eben da auch, dass es auch dort diese Fanatiker gibt und auch dort eben nicht mehr diese gesunde Bewusstheit, so, mit der man dann irgendwann da rausgegangen ist aus dem rein der Arzt weiß Bescheid, sondern hin zu der Selbstverantwortung. Wurde das wieder übertrieben, das ist eben die Problematik. Okay, ja, zu den Fakten. Also, Alternativmedizin ist wirklich gut, weil sie sucht nach Alternativen. Und auch die alternative Gesundheitsszene ist wirklich gut, weil sie selbstständig forscht, weil sie empirisch forscht, das heißt tatsächlich am Menschen und nicht einfach nur induktiv irgendwas theoretisch aus irgendwelchen Studien biochemisch abgeleitet und dann versucht das auf den Menschen zu transportieren, sondern Alternativmedizin ist gut, weil sie halt ein breites Spektrum an Möglichkeiten uns offeriert. So. Und ich sehe mich daher auch als Alternativmediziner, auf meinen Körper bezogen, ne? Nicht auf andere, jeder kann sich da gerne was rausnehmen, aber auf meinen Körper bezogen. Es begab sich vor ungefähr einem Jahr, dass ich den TSH-Wert habe testen lassen und dass eine Schilddrüsenunterfunktion festgestellt wurde. Mein TSH-Wert war damals 3,18. Ich habe dann mit der Ärztin besprochen, was man da tun kann, und sie wollte mir Schilddrüsenhormone geben und ich habe gesagt, nein, ich probiere es erstmal mit Jod. Habe Jod genommen und
Dadurch hat sich auch mein TSH-Wert von 3,18 auf 2,60 verbessert. Ich habe damals relativ, sag mal, niedrig dosiertes Jod, wenn man davon ausgeht, was halt die Hochdosis Jodtherapie vorschreibt oder empfiehlt, genommen. Und ich habe euch das unten auch mal verlinkt. Und dadurch ist der TSH-Wert wahrscheinlich dadurch, das weiß man ja nicht genau, ob da eine Kausalität vorhanden ist, ist wieder etwas besser geworden und ich habe mich auch gut gefühlt, das heißt die Müdigkeit ist verschwunden und war aber immer noch grenzwertig der TSH-Wert. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich mache jetzt diese Hochdosis Jodtherapie. Das klang wunderbar, das klang logisch, schlüssig, ich hatte ein sehr, sehr gutes Mindset damit und ja, ich habe dann ein Präparat genommen, das ist die logoische Lösung, die habe ich euch unten auch verlinkt, die ich da genommen habe und habe wie empfohlen überdosiert. Das heißt, ich habe am Anfang 2 Tropfen genommen und habe dann 1 Tropfen genommen und habe darauf geachtet, dass ich die Kofaktoren Selen und Zink zu mir nehme und auf Vitamin C und B-Vitamine generell auch geachtet, die allerdings im Rahmen meiner Ernährung schon eh überproportional vorhanden sind. Aber Selen und Zink halt noch extra zugeführt. Selen in Form von erst Paranüssen und dann ein Supplement, weil bei Paranüssen kannst du auch nie sicher sein, ob der Selengehalt hoch ist. Deswegen, ja. Gut. Dann wurde gesagt, bei der Hochdosis Jodtherapie, dass es eine Erstverschlechterung der Werte gibt, deswegen soll man sich nicht verrückt machen lassen und man muss es lange machen. Also ein halbes Jahr ist Erstverschlechterung. Okay, habe ich durchgezogen, ich habe es jetzt ein Jahr gemacht, jeden Tag oder fast jeden Tag, vielleicht habe ich 3%, 4% Tage ausgelassen, aber ein Jahr habe ich halt diese Hochjodtherapie gemacht. Ich habe angefangen mit 2 Tropfen, weil es mir auch am Anfang gut tat. Die Müdigkeit hat sich reduziert und irgendwann habe ich aber gemerkt, und das hatte ich dann auch in einem Video gesagt, vielleicht blende ich es nochmal ein, nach 3 Monaten hatte ich ja schon mal ein Update gemacht. Am Anfang habe ich beim Schmecken ein richtig gutes Gefühl gehabt von, ja, das brauche ich jetzt, und entsprechend habe ich direkt schon nach ein paar Tagen 2 Tropfen genommen und dieses entspricht dann eben 11 Milligramm elementaren Jod pro Tag. Das habe ich dann ungefähr 2 Monate gemacht und dann gemerkt, dass mir der Geschmack langsam etwas unangenehmer wird. Und dann auf 1 Tropfen reduziert. Ja, bin ich auf 1 Tropfen runter, weil sich das irgendwie intuitiv nicht mehr gut angefühlt hat. Und habe dann noch den 1 Tropfen weitergenommen, weil ich das Experiment durchführen wollte. Und ich blende euch dann wahrscheinlich nochmal einen Ausschnitt an. Ich habe damals schon einen Satz gesagt. Nun ist es aber so, dass dieser 1 Tropfen ist absolut tolerierbar, fühlt sich auch nicht so unangenehm an, ist... Ja, also passt, würde ich sagen. Und ist auch irgendwo ein Experiment und ja, einfach weiter. Ja, es fühlt sich nicht so unangenehm an. Da merkt man schon, es fühlt sich nicht so unangenehm an, aber ich ziehe das durch. Ich war noch in der Begeisterung und habe positives Mindset. Es fühlt sich nicht so unangenehm an, ich ziehe das jetzt mal durch. Aber meine Intuition hat mir wahrscheinlich damals schon gesagt, hey Christian, das ist nicht mehr gut. Ja. Hab's Experiment durchgezogen, ein Jahr. Nach einem Monat war tatsächlich die Müdigkeit hat sich dann verbessert und das gab's schon mal. Ich habe schon mal das Problem gehabt mit der Müdigkeit und habe damals auch Jod genommen und aber auch 200 Mikrogramm pro Tag und nicht 6 bis 12 Milligramm, also die 50 bis 100-fache Tagesdosis. Und habe damals dann auch die Müdigkeit besiegt, deswegen habe ich gedacht, oder bin ich auch nach wie vor überzeugt, ich hatte einen Jodmangel und dadurch meine Müdigkeit verschwunden. Wunderbar. Und das entspricht ja auch das, so ein bisschen auch was die Ärzteschaft auch sagt, okay, ist durchaus möglich, dass man Jodmangel haben kann. Ist auch einer der Sachen, wo man schaut, wenn man Schilddrüsenunterfunktion hat, ob Jodmangel ein Problem da sein kann und dass man dann eben Jod verschreibt. Das sind solche 100 bis 200 Mikrogramm Jod-Tabletten. Gut. So, nun kommt jetzt die Auswertung nach einem Jahr. Der TSH-Wert zum einen hat sich sogar leicht verschlechtert. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, es hat sich ein Knoten in der Schilddrüse gebildet. Aber ich erinnere euch an das, dass ich mir bewusst war, dass es ein Risiko ist. Man weiß natürlich auch nicht, ob das jetzt kausal damit zusammenhängt, aber ich sage euch einfach, dass was rausgekommen ist. Ich habe damals schon was gesagt, möchte das euch gerne hier vorspielen.
Die Gefahren sind unter anderem eine permanente Schädigung der Schilddrüse, also bei einer Überversorgung mit Jod, oder das Auslösen der Autoimmunkrankheit Hashimoto. Beides werden wir eventuell noch an meinem Körper beobachten können. Aber dann ist die Gesellschaft eben wieder ein Stück mit mehr Wissen und Erfahrungen ausgestattet. Ich war mir des Risikos bewusst und erste Instanz habe ich einfach so, boah scheiße, dass ich mit dem Jod das gemacht habe, weil es hat nichts gebracht für die Schilddrüsenunterfunktion, wäre sogar leicht verschlechtert und ja, es hat sich ein Knoten in der Schilddrüse gebildet, was jetzt wahrscheinlich nichts Spektakuläres ist, ne? Also ungefähr ein Drittel aller Menschen in Deutschland haben einen Knoten in der Schilddrüse. Aber es ist halt passiert, ne? Und alles, was ich jetzt schilddrüsentechnisch gemacht habe, war halt echt radikal Jod zu übersupplementieren. Ja, das, und das ist eine reale Erfahrung. Und das ist eine reale Erfahrung, die ich euch teile. Und ich finde das extrem wichtig, dass ihr diese Information wirklich aufnehmt, auch in dieser, mit was da zusammenhängt. Also ich habe in einem positiven Mindset, in einem Top-Mindset zu 100% überzeugt das genommen. Also die geistige Stabilität oder die geistige Fokussierung darauf, dass das gut ist, das ist schon außer Frage. Deswegen habe ich sogar dieses leicht intuitive Gefühl nach 3 Monaten, dass es nicht so unangenehm ist, in Kauf genommen. Also Top-Mindset. Ich war gut informiert, also was die Kofaktoren angeht, was die Einnahme angeht, was das Produkt angeht, was ich nehme. Ich habe das konsequent durchgezogen, so wie empfohlen. Und es kam trotzdem, ich sag mal, insgesamt zu einer Verschlechterung, statt zu einer Verbesserung in dem Thema, als hätte ich gar nichts getan. Und das ist krass. Und das ist etwas, das sind reale Erfahrungen, das ist nichts, ich habe kein Interesse dran, irgendeiner Weise ein Produkt zu verkaufen oder irgendwie irgendetwas Monetäres hier damit zu erreichen. Gut, das YouTube Video, dass es mehr Views hat, ja gut, dann hat es vielleicht mal 5000 statt 2000 Views, das sind dann 4 Cent mehr. Aber erkennt das, erkennt diese Qualität dieser Information und teilt diese Information unbedingt mit anderen Menschen, die auch sich anstecken lassen von dieser Hochjodtherapie. Ich bin, obwohl ich total davon überzeugt war, habe ich eine schlechte Erfahrung gemacht, die ich mit euch teile, und die ist real, absolut real. Schaut euch mal an, wer die Hochjodtherapie verfolgt. Das sind meistens auch, ja, irgendein monetäres Interesse dran, wie generell bei Nahrungsergänzungsprodukten. Und manchmal macht das auch Sinn, zum Beispiel bei Vitamin D stehe ich nach wie vor dazu, dass ich überzeugt bin, dass es mir gut tut und habe bis jetzt auch nichts Gegenteiliges feststellen können. Deswegen empfehle ich das weiter. Hier habe ich ein Experiment gemacht, wie so viele Experimente, die ich mit meinem Körper durchführe, angefangen vom Sonnenbrand bis halt hin auch eben dann zur Ernährung, die ich mit euch echt teile. Und das ist dieser Kanal, weißt du? Das ist echt. Einfach nur echt. Und deshalb ist das auch so eine Nische. Weil hier kommt da nicht irgendwie, gut, das ist ein schlechtes Argument, ich habe jetzt auch ein Buch gemacht, vegane Welt mit wenig Geld. Natürlich, ja, irgendwo ist es dann immer doch irgendwo, dass man auch monetär was hat davon. Aber deswegen, ich kann es euch nur sagen, vertraut eurem Menschengefühl, vertraut eure Intuition, inwieweit ich das euch jetzt real mitteile. Was mir passiert ist, was meine Erfahrungen sind, nehmt die Informationen an und ja, ich kann euch wirklich nur empfehlen. Einerseits nehmt ausreichend Jod zu euch. Also es hat mir auch geholfen. Wo das gut war beim ersten Mal und auch beim zweiten Mal, ich habe nicht diese Kaliumjodid, doch ein paar habe ich genommen, aber dann nicht mehr, diese Kaliumjodid-Tabletten genommen, die verschrieben wurden, sondern ich habe ein natürliches Produkt genommen. Ich habe ein Produkt genommen, das ist sehr, sehr preiswert, das ist vegan und das sind halt Kelpalgen. Und das verlinke ich euch auch unten, das habe ich genommen, das sind nur 150 Mikrogramm pro Tablette. Hinter habe ich eine Tablette genommen und das hat geholfen und das hat meine Müdigkeit, was oft mit Schilddrüsenunterfunktion assoziiert ist, hat es aufgelöst. Und hat es tatsächlich geheilt und bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass viele Menschen so ein bisschen einen Jodmangel haben. Gerade die jetzt in der veganen und Rohkosternährung sind und eben sich nicht mit Algen zuballern, dass da wirklich ein Mangel entstehen kann. Weil viele der gesundheitsbewussten Menschen ja auch auf das jodierte Speisesalz verzichten und keine Fertigprodukte mehr zu sich nehmen. Was ja der Grund ist, warum wir in Deutschland nicht mehr Jodmangelland sind. Aber ja, also von daher, das kann ich empfehlen. Ne? Nehmt auf jeden Fall Jod zu euch und das wird euch auch helfen, aber in normalen Mengen. Also wie gesagt, ich habe dieses Produkt genommen mit diesen Kelpalgen, wunderbar, hat mir geholfen und das hat sich auch intuitiv gut angefühlt, die ganze Zeit. Und bei der Hochjod
Therapie. Nein, also aus meiner Erfahrung, ich möchte das nicht auf alle überstülpen, ne? Aber aus meiner Erfahrung, ja, lass die Finger davon. Lass die Finger davon, auch wenn es sich gut anhört, wenn es logisch schlüssig ist und viele auch davon überzeugt sind. Seid zumindest etwas kritischer als ich und hört, wenn der Punkt kommt, wenn ihr das nehmt, auf eure Intuition, was ich leider nicht gemacht habe. Deswegen war ich so stolz in Italien, wo ich halt umgekehrt bin auf dem Berg, wo ich dann nicht rübergegangen bin, auf meine Intuition gehört habe. Intuition ist ein wahrer Schatz. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Wie gesagt, meiner Meinung nach das wichtigste Video, weil hier ein Jahr Experiment drinsteckt und vor allem viel Potenzial für euch drinsteckt über zwei Sachen. Einerseits über die Hochjodtherapie als solches, ja, auch kritisch nachzudenken, das nicht so begeisternd aufzunehmen, weil es aus der alternativen Gesundheitsszene kommt. Und das ist eben das Zweite, die alternative Gesundheitsszene, ja, genau wie ich das eigentlich von jeher immer gemacht habe, durchaus kritisch zu betrachten und nicht zu sagen, alles was aus der westlichen Medizin kommt, aus der Ärzteschaft ist böse und alles was aus der alternativen Gesundheitsschiene kommt, das ist gut. Es gibt wie immer eine goldene Mitte, wie immer. Und ja, das möchte ich euch auf den Weg geben. Teilt dieses Video, ich sag das auch nicht bei meinen Videos am Ende, aber ich finde dieses Video einfach zu wichtig, um dass es einfach so untergeht, weil wie gesagt, da steckt ein Jahr Erfahrung drin und richtig viel Potenzial für eure Gesundheit und für euch, dass ihr euch wirklich gesund mit eurer Intuition entwickeln könnt. Und daher, ja, egal wo, WhatsApp, Facebook, was auch immer, profitiert davon. Bis morgen.